Lesen Sie in der neuen Wild und Hund. Vielfalt dank Biogas. Werner Kuhn und Dr. Andreas Kinser erläutern die Maisalternativen für Biogasanlagen, von denen Landwirtschaft, Insekten, Vögel und auch das Niederwild profitieren. Magisches Anis? Was taugen Anis-Lockstoffe aus dem Fachhandel? Tobias Timm hat 7 Produkte getestet und kam zu überraschenden Ergebnissen. Wie der Herr, so's geschehr. Wie sich der Hundeführer in kritischen Situationen verhalten sollte, um dem Vierläufer durch eigenes Vorbild Sicherheit zu vermitteln, erklärt Revierjagdmeister Sascha Schmidt. Die Wiege der Bakutschi. Laut den Kirgisen ist ihr Land der Geburtsort der Steinadlerbeize. Andrei Schapran begleitete einen befreundeten Falkner bei der Vorbereitung zum Adlerjägerfest in der Mongolei. Auf den Punkt gebracht. Claudia Elbing und Michael Schmid führten den kurzen Repetierer Jäger 10 von AK im Revier und auf dem Schießstand. Sauhitze. In der zweiten Julihälfte bei über 30 Grad versuchte eine Handvoll Jäger ihr Glück auf Sauen im Raps. Wild- und Hund-Fotograf Michael Stadtfeld hat sie begleitet. Wild- und Hund-Ausgabe 13 jetzt im Handel.